Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Eumele Baguettes und Kamele Baguettes. Lustiger Kinderstunde. Hier in Rapture suchen wir weiterhin nach Eleanor, dem kleinen Mädchen, das durchaus cleverer zu sein scheint, als das viele angenommen haben. Aber weiterhin gucke ich mich erstmal hier in den Katakomben oben. Ich soll eigentlich gerade Adam sammeln, um das Abfackelplasmid mir kaufen zu können. Aber jetzt gerade esse ich lieber Kartoffelchips. Guck mal, so eine unfertige Puppe. Zirkus der Werte, auch immer schön. Ah, ich habe endlich wieder einen dreistelligen Dollarbereich. Das ist auch immer super. Die sind mir ausgegangen zwischendurch. Ich finde auch das neue Hacksystem übrigens sehr schön. Da muss ich jetzt nicht immer beschleunigen für euch. Weil es geht ja auch so, ne? Bisschen Bohrertreibstoff. Noch mehr. Noch mehr. So. Ich meine, das Hacksystem geht diesmal sehr schnell. Deshalb, beim letzten Mal war es halt dieses Minispiel, bei dem ich dann immer zwischendurch speichern musste. Speichern, beschleunigen musste, damit das für euch erträglich bleibt. Na gut, meine beiden Sicherheitsbots sind ja voll auf meiner Seite. Dementsprechend. Oh, was hast du denn da ausgespuckt? Noch mehr Bohrertreibstoff, also wenn ich welchen brauche, kann ich den hier finden. So, jetzt geht's auch schon weiter. Nee, warte, doch noch nicht. Ich war hier noch nicht ganz fertig, glaube ich. Oh, ich habe 9 Dollar. Dich habe ich schon gehackt, ne? Ja. Ich habe nicht so viele Nieten. Ich gucke mich erstmal weiter in diese Richtung um. Ich weiß, ich soll in die andere Richtung, aber hier hinten gibt es noch so viel zu entdecken. An der Oberfläche verfolgen eure Eltern ihre privaten Pläne und setzen ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Herr Ryan macht sich das echt alles ein bisschen sehr einfach. Ryan sagt immer, nein, die Parasiten, die Parasiten. Sind an allem schuld. Er sollte mal ein bisschen... Der Boden sieht mir sehr nass aus. So. Lass uns mittanzen, Daddy. Der tanzt nicht, Kleine. Ich wollte dir noch einen Namen geben. Du bist, was weiß ich, Gisela oder so. Brian sollte mal wirklich überlegen, ist die Welt denn wirklich so scheiße und ungerecht zu ihm? Komm. Altes Spielzeug, neues Spielzeug. Du hast vollkommen recht, Gisela. So, was haben wir hier? Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja. Er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage, was? Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Ich finde es schön, dass die Tagebücher jetzt lauter sind als das Spiel. Also, dass das Spiel quasi automatisch runtergeregelt wird, wenn ich ein Tagebuch mir anhören möchte. Das macht doch wirklich ein bisschen mehr was her. So. Weil dann kann ich es auch verstehen. Wirklich, die Soundabmischung in Teil 1 war ja wirklich furchtbar. So, hacken wir den Safe. War gar nicht wahr. Ich habe früher gedrückt. Ja.
So, jetzt muss ich natürlich hier noch eine Weile durchhalten, bis der Alarm vorbei ist. Oder ich muss hier auf den Notausknopf einfach mal drücken. So, und jetzt hacken wir das nochmal. Da. Oh, da ist der blaue Bereich, den will ich natürlich haben. Ich hatte den doch wohl. So, was haben wir denn da? Fallnieten, Dollar. Oh, und Autohackpfeile. Schön. Autohackpfeile? Ist da was anderes als normale Hackpfeile? Die werden es dann wohl automatisch hacken. Wow. Nein, ich meine, diesmal kannst du wirklich deutlich besser verstehen, was die Leute dir sagen wollen. Mein Gott, das geht hier aber doch deutlich weiter rein, als ich gedacht hätte. Wahrscheinlich muss ich erst später lang eigentlich. Und ich mache das jetzt schon mal alles, aber wenigstens ist dann der Weg frei, wenn ich hier gleich lang muss. Das sah mir nach dem automatischen Geschütz aus. Ah ne, ist es nicht. Es ist ein Typ. So, jetzt wird es aber mal wieder Zeit, die Hackpfeile rauszuholen, denn... Das ist jetzt unsers. Aber die Bot-Ausschalter sind jetzt auch eigentlich viel cooler geworden. Die muss ich jetzt nicht mehr bezahlen. Was auch wenig Sinn machte, wenn wir mal drüber nachdenken im ersten Teil. Ich meine, ganz ehrlich. Das sind so Notausschalter. Überlegt mal, ihr steht irgendwo und müsst auf den Notausschalter drücken und der sagt erstmal, ja, dann gib mir erstmal 10 Euro. Ist so eine Situation auf Leben und Tod und der will 10 Euro. Der Parasit ist unfähig für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rächen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten könnt. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt vor. Das ist hier die Ryan-Propaganda-Welt, ganz eindeutig. Oh Gott! Guckt euch das an! Jetzt brauchst du ja nur noch so ein kleines süßes Flugzeug, das abgestürzt ist. Und wir sind genau da, wo wir am Anfang waren. Also letztes Mal. Geil. So, hier ist jetzt alles kaputt. Habe ich jetzt Ryans Propaganda durch? Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Tja, Ryan, dein Propagandaland scheint zu funktionieren. Die Leute fahren voll drauf ab. Naja, vielleicht doch nicht so sehr. Also Lamp hat hier ein schönes Rapture ganz schön weggenommen, das muss man schon mal sagen. Komm, Daddy, wir sind ganz da. So, jetzt suchen wir aber wieder nach Adam. Und damit meine ich keinen Kerl, ich meine eine Energiequelle. Okay, weiter, weiter, weiter. Was sondert die da überhaupt ab, dass da vor mir herfliegt? Ist das, keine Ahnung, Little Sister Zeug? Sieht so ein bisschen nebelartig aus.
Sondern Little Sisters Nebel ab? Ist mir noch nie aufgefallen, Teil 1. Ich bin gar nicht hinter dir, Kleine. Mein Gott, da bin ich aber ein ganzes Stück wohin gerannt, wo ich noch gar nicht hin sollte. Das war gerade so interessant. Ich meine, war doch wirklich mal interessant zu sehen, was Andrew Ryan so zu sagen hat. Wie er sich das vorgestellt hat. Der Typ hat sich's wirklich leicht gemacht. Der war so ein bisschen... So nach dem Motto, die ganze Welt ist böse. Sekunde. Ups. Es geht was zu, oder nicht? Du stehst im Geschütz, Typ. Alles klar bei dir, ich habe dich aus Versehen sofort gehackt. Ich habe da wahrscheinlich Geld für ausgegeben, blöderweise. Also da ist unsere Adam-Leiche. Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Göhren, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. So. Den Eingang. Also ich muss mir das natürlich alles erstmal herrichten, damit das hier auch schön funktioniert. Dementsprechend hacke ich erstmal alles, was ich finden kann. Und dann gibt's Saures. Ja, ich benutze Fallennieten. Die sind für solche Situationen auch einfach super gemacht. Ich glaube, dafür wurden die auch eingeführt ins Spiel. Also, sie können von hier aus reinstürmen. Bin mal gespannt. Ich habe zwei Bots, eine Selbstschussanlage. So, hier kommt erstmal keiner rein. Hier kommt auch keiner durch. Die werden sich echt wundern, was passiert, wenn die hier versuchen reinzukommen. Machen wir mal Nummer sicher und zweiten. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber draußen schreit gerade wieder irgendein Kind rum. Das ist hier in der Nachbarschaft echt furchtbar. So, hier darf auch keiner durch. Zumindest fürs Erste nicht. Wenn sie hier durchkommen, werden sie erstmal zweifach gegrillt. Ich habe noch 4 Bolzen, perfekt. Bolzen. Ich bin immer noch bei meinen Fallen Bolzen. Es sind ja jetzt Nieten. Wenn hier wer durch will... Tja, sagen wir mal, das wird dem auch nicht ganz gut bekommen. Entschuldigung, ich bin gerade mit meiner Hand gegen den Tisch gebaselt. So. Ja, dann holen wir uns noch mal Adam, für dich, Kleine. Guten Gisela. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. So, Gisela, es geht los. Okay, du bist schon mal... Oh, sie brechen schon durch. Das ging schnell. Und bislang geht der Plan auf. Meine Bots werden es natürlich nicht ganz überstehen. Ich wollte gerade sagen, wie lange dürfte ich das nicht aushalten können?
Hey du, du kommst hier nicht rein, wenn Adam gesammelt wird. War immer mein. Ich muss was finden! Hey, wer schießt? Unübersichtliche Situation. Irgendwer hat hier Fernkampfangriffe gestartet. Du bist es. Meine. Sind wir jetzt wieder zusammen? Okay, alter Junge. Wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte einer der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Okay. Zum Sister-Lüftungsschacht. Da sind besser keine Big Sisters mit drin. Also Kamee kann ich jetzt nicht gebrauchen. Obwohl momentan... Momentan geht es mir ja ganz gut, ne? Ich glaube, wir hatten auch erst einmal einen Tod in diesem Spiel. Natürlich, jetzt gibt es hier wieder neue Gegner. Okay, ich habe so viel Bohrer-Treibstoff, ich werde den mal eine Weile benutzen. So, jetzt gucken wir mal, wie viele neue Gegner hier erschienen sind. Weil ich ein bisschen Adam gesammelt habe. So, jetzt sollte ich diesen Weg entlang gehen. War ein bisschen früh dran, ja. Passiert den Besten. Das muss wehgetan haben. Das gebe ich schon durchaus zu. Manchmal ist meine Methode, euch umzubringen, etwas brutal. Ich glaube eigentlich, jede Methode, jemanden umzubringen, ist etwas brutal, aber meine ganz besonders. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das bräuchte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Ja, aber ich bin ein Big Daddy. Ich bin darauf gepolt, dass ich die nicht sterben lasse. Wenn du eine Little Sister zu einem Lüftungsschacht flimpft, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Beutest du sie aus, dann bekommst du das Adam-Maximum, das du für Plasmide ausgeben kannst, doch sie wird das diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Adam, aber das Mädchen wird geheilt. Ja, ihr kennt meine Methodik. Wir sind fast wieder zu Hause, Daddy. Ganz ehrlich, ich werde die Kleine natürlich nicht opfern. Sie ist ein Opfer sowieso schon. Und dementsprechend soll sie leben. Danke. Tja, unser Eisenmann hatte eben immer schon ein goldenes Herz. Ich finde das ja gefährlich hier unten. Aber du hast genug, Adam. Gerade mal so. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Klar, ich spleiß mich mal eben wieder. Ist ja nicht so, als wäre das furchtbar schlecht für den Körper. Frag mal die Splicer, die sagen auch, ihnen geht's den ganzen Tag total gut. Hi! Wo denn plötzlich her? Sag mal, wie viele von euch gibt's denn hier? So, jetzt geht mein Vorrat wieder zur Neige. Ey! Wo? Wer? Das ist doch unfair. Plötzlich rennen hier nur noch Typen mit Gewehren rum. Während ich gerade so ein paar Leichen plündere. Davon habe ich auch nicht mehr viel. Wie viele Schwere habe ich? Gut, dann muss das jetzt mal... Na, die muss ich mir eigentlich auch sparen. Aber da meine Gegner Menschen sind, sind vielleicht... Obwohl, vielleicht sollte ich auch die auch sparen. Falls mal ein Bossgegner kommt, der sowas in der Richtung ist.
Und hierfür habe ich ein paar Kugeln. So. Ich meine, was hast du denn da eigentlich noch auf dem Tisch liegen? Na, ich habe genug Heckpfeile. Sagt das Spiel. Hallo. Ich war hier gerade schon überall mal. Habe ein bisschen vorgearbeitet. Es tut mir jetzt aber leid. Eigentlich gar nicht. So. Hier durch. Hier lang. Hier. Hoch. Ja, wenn man das alles schon mal gesehen hat, wirkt das auf einen noch unnötig länger. So, jetzt hier noch um die Kurve. Dann hier rein, da lang. Problem ist, wie komme ich jetzt? Ah, jetzt ist der Schalter aktiv. Alle Türen öffnen. Nur ich. Los, Chopper! Nehmt den Laden auseinander! Es war ja klar, dass sie ankommt, sobald ich rauskomme. Was, hinter mir auch? Boah, du blöde Tusse. Das läuft jetzt gerade nicht gut. Für mich sind auch viel zu viele. Genau jetzt kommen meine Bots erst an. Meine Bots haben sich ja mal wieder ganz schön Zeit gelassen. Ist die Luft rein? Meine Laterne brennt. Ich finde dich. Nein, die Luft ist offensichtlich nicht rein. Bots, was tut ihr? So, Ruhe auf den billigen Plätzen. Huh, das war mal ein Überraschungsangriff, der es in sich hatte. Ich muss mal gucken, gab es hier nicht noch Türen? Weil die sagte ja, alle Türen öffnen. Genau, hier unten war ja noch eine, die mich brennend interessierte. Hallo, was haben wir denn hier? Trinker. Ziehe den größtmöglichen Vorteil aus den Brennereien und Winzereien von Rapture. Stoße auf deine Gesundheit an mit dem Trinker. Ja gut, meinetwegen. Aber es gibt hier natürlich noch mehr. Mehr Bier. Hui. Whisky. Lecker. Dating-Tipp, gerne, wenn ich besoffen bin. Jimbo, ich habe einen kleinen Dating-Tipp für dich. In Sachen Mädels warst du immer eine Null, aber mit der Taktik läuft's hundertprozentig. Schnapp dir eine kleine und geh mit ihr in den Park. Geh zum Geschenkladen und kauf ihr einen Teddy. Das ist der Schlüssel. Dann, wenn's langsam spät wird, lad sie zu einer Fahrt in der Geisterbahn Reise zur Oberfläche ein. Und gleich nach dem ersten Mal erschrecken, hängt sie an dir dran. Und die Knutscherei geht los. Cool. Hier liegt auch schon der Teddy. Soll ich jetzt mit Lamp da in die Geisterbahn gehen, oder was? Vergiss es. Ich gehe jetzt nach Rapture wieder rauf. Halt, ich bin in Rapture. Maschinengewehr. Voll gut. So. Jetzt holen wir uns dieses Plasmid. Endlich. Hat ja lange genug gedauert, bis ich endlich mal das tue, was das Spiel von mir will. Ich höre schon wieder die Stimmen. Ich habe wieder aufgeräumt. Alles klar. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand.
Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Hi. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Es mag alles sein, aber... Ich werde trotzdem weitermachen. So, und zwar... Ja klar, du hast gerade so eben genug. So, ich habe Abfackeln. Erhitzen Sie die Gegner bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Gerade so eben genug, um alles, was dieser Automat hat, zu kaufen. Wir gratulieren zum Erwerb des Abfackelplastiks. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnippen? Keine Ahnung. Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade in den Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Psst. Du kannst mich doch nicht einfach so aus dem Hinterhalt angreifen. Da erschrecke ich mich doch. So, jetzt brauche ich irgendein, Gen-Upgrade-Stationsteil, weil ich aus Versehen vergessen habe, meine neuen Sachen auszurüsten. Ich habe gerade so eben genug. Zurück. Was war das? Ich habe ein bisschen Angst davor, diese Tür zu öffnen. Okay. Ja, hier ist nichts. Was zur Hölle? Ah!